In jeder guten Routenrange befindet sich auch eine Jerkbit-Route. Und wir haben in der W3-Serie sogar zwei davon. Beide 1,95 Meter, einmal mit 80 Gramm und einmal mit 130 Gramm Wurfgewicht. Und eine Jerkbit-Route muss natürlich fungieren wie ein Taktstock. Das heißt, wenn ihr oben die Schläge macht, dann muss das über die Schnur zum Köder direkt übertragen werden. Jeder kurze Jerk, jeder kurze Schlag mit der Route wird auf den Köder direkt übertragen. Und viele Jerkbit-Routen sind deswegen auch einteilig. Aber wir haben das geschafft durch Toré und durch entsprechende Carbon-Einteilung, dass wir sogar diese Aktion mit einem zweiteiligen Blank hinbekommen. Also eine richtig schöne, kräftige Route. Kräftig genug, um kleine Köder zu fischen, deswegen die 80 Gramm Ausführung oder dann die ganz, ganz schweren, großen Köder mit der 130 Gramm Ausführung. Also hiermit seid ihr wirklich für jede Situation gewappnet, um eure Hechte mit dem Jerk garantiert zu überlisten.